Willkommen zur EEP-Konferenz hier in Kiel. Wir haben ganz viele Besucher aus Deutschland und aus vielen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Vor der Konferenz machen wir eine Exkursion. Drei Busse sind da. Mit knapp 100 Leuten fahren wir jetzt auf drei verschiedene Betriebe, um uns praktische Projekte im EEP-Bereich anzuschauen. Und danach geht die eigentliche Konferenz erst los. Willkommen hier auf dem Versuchsbetrieb Lindhof. Mein Name ist Ralf Loges. Ich bin der wissenschaftliche Koordinator des Versuchsbetriebes, dessen Fokus eben der ökologische Landbau ist. Und der Lindhof spielt die Rolle eines Knowledge Transfer Centers im Projekt der European Innovation Partnership Smart Grazing, wo es um die Wiedereinführung der Weidehaltung als Alternative in der Milchproduktion geht. Der Plan für heute ist jetzt eine Betriebsführung. Ich finde die Veranstaltung hochinteressant und für mich ist das Interessanteste die Miteinbeziehung der Landwirte. Also Forschung wird auf dem Bauernhof gemacht und nicht nur im Labor. Und was auch wichtig ist, ist der Gedankenaustausch zwischen den verschiedenen Partnern, zwischen den Landwirten, den Forschern, vielleicht auch mit den Pädagogen aus der Universität. Und für mich ist das ganz neu. Und das ist auch eine neue Art und Weise zu arbeiten. Wir haben jetzt drei verschiedene Projekte gesehen. Das sind sehr interessante Projekte und ich denke, die widerspiegeln auch, was der Ansatz der EU-Kommission, also bei diesem Förderansatz ist. Und zwar so, wie man die Landwirtschaft nachhaltiger machen kann, also wie man auch die Economic Performances der Landwirtschaftsbetrieben verbessern kann. Den ersten Teil der Veranstaltung haben wir hinter uns. Wir haben uns die drei Projekte angeschaut, noch eins, was in Planung ist, davon gehört. Heute geht es dann weiter, erstmal mit der Pressekonferenz, mit der Staatssekretärin, dem Präsidenten der BLE und dem Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer. Und dann beginnt die eigentliche Tagung. Dann werden wir weitere Projekte kennenlernen, auch aus dem europäischen Ausland. Und wenn wir dann alle geschafft sind, geht es abends aufs Schiff zum Abendessen. Tierhaltung ist ein wichtiges Thema, auch ein Thema, was im Fokus der Öffentlichkeit steht. Aber es geht um die gesamte Breite der landwirtschaftlichen
Erzeugung. Wie produziere ich, indem ich Ressourcen nicht zu sehr verwende, gute landwirtschaftliche Erzeugnisse? Das sind die pflanzlichen Produkte. Wie kann ich den Boden schützen, gut erhalten? Wie stärke ich die Biodiversität? Wie kann ich den Kreislauf eines Betriebes gut organisieren? Und das Tierwohl ist natürlich auch ein Thema. Und das hört nie auf. Innovation heute erledigt, morgen brauchen wir die neue. Also Landwirtschaft ist ja selten so, wie man sich das von außen vorstellt, so sehr beschaulich, wie es auf der Milchtüte ist, sondern Landwirtschaft ist ein sehr innovativer Bereich mit vielen dynamischen Unternehmern, also eben auch technischer Fortschritt spiegelt sich auch auf den Höfen wider. Und die Frage der Bewirtschaftung, wie kann man effizienter, nachhaltiger wirtschaften, auch mit weniger Umwelteinflüssen, zum Beispiel bei der Frage Nährstoffeinträge in Gewässer. Das ist ein großes Thema und da braucht man Know-how, da muss man ausprobieren und das machen diese Projekte. Ganz lieben Dank, dass ich zu dieser Thematik reden darf. Wenn wir diese Bottom-up-Ansätze sehen, dieses Wechselspiel zwischen direkte Lösungsansätzen für einzelne Probleme und Gesamtkontexte. Dann darf ich Ihnen ganz kurz auch die Deutsche Agrarforschungsallianz vorstellen, denn die geht eher, obschon sie bottom-up agiert, top-down vor. Das heißt, wir versuchen, diese einzelnen Lösungsansätze, kleineren Innovationen einzufangen und in größere Kontexte zu stellen. Jetzt nochmal How to Bridge. Das Alvotech ist ein regionales Projekt. Eufrut ist ein internationales Projekt. Eufrut ist ein Projekt, was auf der Idee entstanden ist, dass das Eufri-Netzwerk, zu dem wir dazugehören, ein Netzwerk Obstbauforschungsinstitutionen in ganz Europa, wir sind Mitte 20 aktive Institutionen in diesen entsprechenden Anzahl Ländern, wir haben uns irgendwann die Frage stellen lassen müssen von DG Agri, repräsentiert ihr denn überhaupt den Obstbau in Europa? Und das haben wir nicht wirklich institutionell darstellen können. Dazu haben wir das Eufrut-Netzwerk gegründet, ein thematisches Netzwerk nach Horizon 2020, haben uns in diesem Forschernetzwerk Industriepartner dazugeholt, Commercials und andere und Beratungseinrichtungen, was wir in York zufällig gleichzeitig sind und haben damit ein Eufrut-Netzwerk gegründet. Die Exkursion hier mitbegleitet und sieht, was EEP innerhalb von 2 Jahren wirklich mit auf den Weg gebracht hat und wie Landwirte selbst in ihren Ställen stehen oder auf ihren Feldern und sagen, das, was EEP hier gemacht hat, hat wirklich einen positiven Effekt für mich und nicht nur für mich als Betrieb, sondern auch für meine Nachbarn, für die ganze Region oder eben für Schleswig-Holstein, deutschlandweit und im großen Gedanken eben auch für die EU, wäre ich durchaus bereit, auch bei mir die Stelle aufzumachen, die Leute auf die Felder zu lassen, auf meinen Betrieben zu sagen, Leute, lasst uns diskutieren, lasst uns was anfangen. Wir haben viele Ideen in der Landwirtschaft und jeder Betrieb hat so seine Vision, wo er gerne hin möchte, wie er sieht, wie Landwirtschaft laufen soll. Und da kann EEP einen großen Beitrag zu leisten, das auch in die Realität umzusetzen. Also ich denke, wenn so eine Idee besteht, dass man mit dem Bottom-up-Prinzip, also von unten nach oben, mit Praktikern und auch mit Beraterinnen und Forschern ein Programm auflegt und sagt, wir möchten gerne Innovationen fördern, dann muss man vor allem erstmal Informationen streuen, aber dann das Wichtigste, Begeisterung entfachen. Das ist ein super tolles Programm, damit endlich wirklich die Ideen, die Landwirte haben, wo sie sagen, ja, ich hätte eine Idee, aber ich habe gar keine Zeit dafür, keine Kapazitäten. Und jetzt kann man ihnen sagen, jetzt haben wir die Chance, das umzusetzen. Und das macht auch noch jemand für und mit euch, mit Beraterinnen und mit Forschern. Ja, das war ein ereignisreicher Tag. Es war wirklich aufregend heute. Wir haben unheimlich viel diskutiert, viel Neues kennengelernt. Erst bei der Exkursion, später bei der Tagung. Viele neue Ideen sind aufgekommen. Uns raucht allen der Kopf. Und deshalb wird es auch Zeit fürs Abendessen und ein bisschen entspannen auf dem Schiff. Und da muss ich jetzt auch hin, weil die legen jetzt ab.